Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist schon ein bisschen später und ich habe es mir hier gemütlich auf meiner Couch gemacht mit ein bisschen etwas zu trinken. Denn heute möchte ich ein reines Talk-Video hier draus quasi machen, wo ich über ein ganz bestimmtes Thema rede. Und zwar über die letzten, wie viele Monate eigentlich? Also eigentlich seit letztes Jahr Oktober 2023 bis jetzt. Denn in diesem Dreivierteljahr ist wirklich einiges passiert. Und das meine ich nicht in dem Sinne auf den privaten Lebensabteil, sondern auf dem beruflichen Lebensabschnitt. Und ich habe sowas schon mal gedreht und zwar habe ich da zum Beispiel über das Absetzen der Pille gesprochen oder über meinen kompletten Studiumverlauf von Bewerbung zur Uni, Bewerbung zum Praxispartner, weil ich dual studieren wollte, bis zu den Modulen, die ich hatte und meinem praktischen Teil eben auf der Arbeit. Und ich finde so eine Videos eigentlich ganz cool, weil man da explizit über ein Thema intensiv reden kann und die Leute, die in derselben Situation sind oder sich einfach dafür interessieren können, halt bewusst einschalten und müssen nicht wie beim Q&A auf eine Frage warten, die sie interessiert, die man dann letztendlich nur kurz anschneidet, weil ihr seht ja sowieso am Titel, worum es letztendlich geht. Und ich kam einfach auf die Idee, weil ich letztens oder hin und wieder immer mal eine Frage unter meinen Videos bekommen habe, eben was ich so in meiner, also was ich jetzt verändert habe, jobtechnisch, weil ich es immer so ein bisschen angesprochen habe oder was meine Aufgaben in der Kita nach meinem Studium und so waren. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr in der Kita, weil ich vor 2 Monaten meinen Job gewechselt habe. Und das Ganze hat mich dazu veranlasst, einfach mal in diesem Video über das Ende meines Studiums zu reden, über den Bewerbungsprozess, wie ich jetzt zu meinem Job gekommen bin, wie es mir damit ging, wie ging es mir, das erste Mal im Leben einen richtigen Job zu kündigen, bewusst mich dafür zu entscheiden, die Jobstelle zu wechseln, obwohl ich überhaupt gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Zumal ich betonen muss, ich ja meine alte Arbeit total geliebt habe. Es ist ja anders, wenn ich einen Job kündige, wenn ich unglücklich bin, dann freue ich mich ja, den Job zu kündigen. Aber Leute, meine Kündigung war so dramatisch und trauervoll. Wir haben wirklich so viel geweint. Sogar meine Chefin kam mit Tränen und ich habe ganz viel geweint. Und es war einfach super viel Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Dreivierteljahr oder paar Monaten halt einfach gesammelt habe. Und genau darüber möchte ich hier mit euch in diesem Video reden. Und eine Frage unter einem meiner letzten Videos hat mich eigentlich vor allem dazu veranlasst, weil das eine geschrieben hat quasi, dass jetzt auch nochmal soziale Arbeit studiert und wie ich halt damit klargekommen bin. Ich habe die Frage hier offen. Ich möchte auch soziale Arbeit studieren. Du arbeitest ja in den beiden Kindergarten. Ist das gut möglich und was sind deine Aufgaben? Und das Ganze will ich mal so ein bisschen als Startpunkt des Videos nehmen, denn dazu können wir quasi jetzt so ein bisschen zurückkurbeln. Alle Leute wissen, glaube ich, die mich jetzt schon länger verfolgen, dass ich soziale Arbeit dual studiert habe und dass mein Praxispartner die Kita war. Alle ausführlichen Fragen beantworte ich in diesem Video hier, was ich hier oben beim i verlinke, wo ich genau darüber gesprochen habe. Ich kann es ganz kurz nochmal aufgreifen. In diesen 3 Jahren Kita-Erfahrung, was ich nochmal betonen will, Kita und soziale Arbeit ist halt einfach trotzdem nochmal was Unterschiedliches. Natürlich ist es was Pädagogisches, aber Lehrer zu sein und Erzieher zu sein oder Lehrer zu sein, Sozialarbeiter zu sein oder was auch immer, sind alles 3 Pädagogen. Aber alle 3 haben komplett verschiedene Ausbildungen und Studiengänge und haben letztendlich ja trotzdem eine ganz andere Aufgabe, die sie am Tag vollbringen werden. So. Und so ist es auch wie zwischen Sozialarbeiter und Erzieher. Und meiner Uni war das am Anfang auch nicht ganz so recht, dass ich die Kita als Praxispartner quasi gewählt habe. Und ich habe das Ganze am Anfang auch ein bisschen kritisch gesehen und habe gedacht, ob mich das weiterbringt und auch auf die sozialarbeiterische Tätigkeit vorbereitet. Weil ich muss ehrlich sagen, in diesen 3 Jahren musste ich wenig Wissen aus meinem Studium in meinen Kita-Alltag einbringen. Bis auf irgendwie so typische Erkrankungen wie ADHS oder eben das Pädagogische oder die Entwicklungsstufen eines Kindes. Aber der ganze rechtliche Teil und das so, also die Aufgaben eines Sozialarbeiters musste ich halt in meiner Kita nicht anwenden und nicht mit einbringen. Und aber jetzt, nach 2 Monaten Berufserfahrung in einem typischen Job eines Sozialarbeiters, kann ich sagen, dass mich das trotzdem total gelehrt hat. Also natürlich lerne ich zum einen Teil in der Kita das ganze Pädagogische, wie bringe ich mich im Kita-Alltag ein, wie arbeite ich mit Kindern und. Und meine Chefin hat mir auch ganz, ganz viele Aufgaben gegeben, die vielleicht nicht ganz so typisch als Studentin sind oder auch als Azubi. Also ich durfte schon Dienstpläne mitschreiben, die Kasse quasi, also die Buchhaltung mitmachen. Wir hatten da schon Kontakt mit dem Jugendamt. Ich habe ganz, ganz viele Berichte geschrieben.
Ja, also durfte auch in dieser Abteilung quasi schon ganz viel Erfahrung sammeln. Aber was mich eigentlich jetzt im Nachhinein am meisten auf meine jetzige Arbeit vorbereitet hat, oder nicht nur auf meine Arbeit, sondern ich würde auch sagen, mich vorbereitet hat, um alleine selbstständig und selbstbewusst im Leben zu stehen, ist die Kommunikation mit Erwachsenen. Weil gerade Leute, wenn ihr wisst es vielleicht selber, wenn ihr so in dem Alter wie ich seid, ne, man kommt vom Abi, man hat immer mit Gleichaltrigen zu tun, wenn man vielleicht nicht dual studiert hat, dann studiert man noch 4, 5 Jahre oder 3 Jahre und hat immer noch nicht wirklich einen Chef vor sich zu stehen oder halt auch mit Erwachsenen zu tun. Und das, würde ich sagen, ist das, was mich jetzt vor allem am meisten auf meinen Job vorbereitet hat. Ich komme gleich dazu, was ich jetzt mache. Denn ich habe jetzt super viel mit Leuten, mit Erwachsenen zu tun, wo man vielleicht auch das ein oder andere oder überwiegend Negative zu besprechen hat. Und dafür muss ich ja erstmal vorbereitet werden. Und das hat mich die Kita. Weil natürlich in der Kita ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, das Leben ist toll, keine Sorgen. Aber so ist es ja nun mal auch nicht komplett. Man hat Elterngespräche zu führen, man hat Elternversammlungen zu führen, man hat Tür- und Angelgespräche, wo man immer mal den Tag reflektiert von einem Kind, und da muss man ja halt auch manchmal einfach negative Sachen sagen, so leid es einem dann auch tut, und nicht alle Eltern reagieren auf negative Sachen über ihr eigenes Kind, und wenn sie es dann noch von so einer jungen Mitarbeiterin hören, die vielleicht selber noch nicht mal ausgelernt ist, so wie ich, und keine Kinder hat, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Und ich weiß, dass ich am Anfang super aufgeregt war vor Entwicklungsgesprächen, und am Ende war das so, macht man ja mit links. So, weil man dann schon, ich habe so viele Entwicklungsgespräche in diesen 3 Jahren schon gehabt, und wenn ich mir meine Berichte auch von den ersten Gesprächen angucke und dann jetzt zum Ende, man macht halt so einen krassen Entwicklungsfortschritt. Und genau diese Kommunikation, das Schreiben von Berichten, was ich jetzt auch so in einer anderen Art und Weise, auf einer ganz anderen fachlichen Grundlage, aber genau das muss ich ja jetzt in meinem neuen Job zum Beispiel auch machen. Und egal, ob es jetzt irgendwie Erzieher und Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter, oder wenn man von Erzieher in einen ganz anderen Beruf gehen würde, man hat halt, also das hat mich irgendwie so am meisten gelehrt, und die Aufgaben nach meinem Studium, um ehrlich zu sein, das ist ja so ein bisschen so die Frage, die ich gerade vorgelesen habe, hat sich bei mir letztendlich gar nicht geändert, außer dass ich auf einmal mit einer Kollegin zusammen meine eigene Gruppe hatte, und ich so ein bisschen, davor hat mein Kollege zum Beispiel auch Wochenpläne und so geschrieben, und auf einmal lag das so in meiner Verantwortung, wobei ich ja immer meine Kollegen quasi, wir haben immer im Co. gearbeitet, aber so das hat sich so ein bisschen geändert, dass man weiß, okay, man hat jetzt nicht eine Woche Uni und mein Kollege macht es schon, ich kann mich jetzt mal zurücklehnen, weil er kümmert sich um Halloween-Kostüme, um Weihnachtsgeschenke für die Eltern und. Nein, da mussten wir besonders darauf achten, dass das alles passiert. Ich würde sagen, ich und meine Kolleginnen waren ein sehr gutes Team, wir waren sehr, sehr happy. Und das ist das Größte, was sich quasi verändert hat, dass man jetzt die komplette Verantwortung für den ganzen Alltag und für alle Aufgaben hat, was einfach während des Studiums nicht ist. Also ich habe genauso viel gemacht. Ich hatte auch sehr viel Verantwortung und habe mich sehr viel in die Arbeit mit eingebracht. Aber man hatte nicht die alleinige Verantwortung, und das, würde ich sagen, ist der größte Unterschied zwischen Ausbildung und dass man dann halt fertig ausgelernt ist. Das dazu. Und ja, wie kam es denn dazu, dass ich überhaupt gewechselt habe? Das war nämlich einer der Fragen, die ich quasi auch auf Instagram bekommen habe. Beziehungsweise, wie ging es mir dabei? Also ich gehe die Fragen jetzt einfach mal nicht ganz chronologisch durch, wie ich sie hier bekommen habe, sondern baue das so ein bisschen auf. Erstmal nochmal die Frage: Vermisst du die Zeit des Studiums? Nein. Wie damals schon nach dem Abi. Also erstmal, ich hatte ja nie das duale oder das Studiumleben, was andere von anderen Unis hatten. Wir waren eine super kleine Uni. Wir hatten privat studiert. Das war so, da waren ganz viele ältere Leute, die das einfach nochmal im Nachhinein studiert haben, die schon vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung voraus hatten. Ich war in den 3 Jahren einen halben Vormittag in der Uni. Alles andere haben wir online gemacht. Also man konnte sich das aussuchen. Aber es war so ein Bürogebäude quasi, so ein, wie so 2, 3 Etagen, wenn überhaupt, die Uni. Also wir hatten auch keine Mensa, keinen Pausenraum, kein gar nichts. Deswegen haben wir uns das immer gespart, und deswegen ist es einfach gerade so klar, war es schön, meinen freien Montag zu haben oder mal so eine Woche zum Gammeln. Aber letztendlich war es keine Woche zum Gammeln, sondern es war eine Woche, wo man ja Wissen aufnehmen sollte. Das ist natürlich, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Aber Leute, es ist so schön,
aufzuwachen am Samstag und zu wissen, ich muss nichts vorbereiten, ich muss nichts, keine Hausarbeit, kein gar nichts machen. Alles, was ich jetzt mache, dafür werde ich quasi bezahlt. Und wenn ich frei habe, habe ich frei. Und wenn ich was zu Hause mache, dann sind es Überstunden. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ja, ich bin immer noch genauso froh, wie auch nach dem Abi, fertig mit dem Abi zu sein, fertig mit dem Studium zu sein. Ich weiß, ganz, ganz viele lieben das Studium leben und die Leute, die auf einem großen Campus oder so studieren, da ist es bestimmt was ganz anderes und die würden was ganz anderes sagen als ich. Aber ja, ich bin einfach froh, fertig zu sein. Und jetzt, um in diese Richtung zu gehen, neuer Job und so, woran merke ich, dass ich meinen Job wechseln sollte? Ich denke, also ich habe das nicht gemerkt. Ich wollte auch noch gar nicht wechseln. jetzt bin ich total froh, dass es so gekommen ist. Es war wahrscheinlich so ein Zeichen und ein Leben ist nicht planbar. Das habe ich einfach mal wieder daran gemerkt und letztendlich ist es auch gut so. Ich habe immer mein Leben sehr krass durchstrukturiert und schon mit der Wohnung und so, da habe ich immer schon gemerkt, man kann Leben nicht durchstrukturieren. Und mein Plan war es jetzt vielleicht ein, zwei Jahre noch in der Kita dort zu arbeiten. Wenigstens jetzt meine Gruppe, also weil ich dachte immer so, okay, wenn jetzt irgendwie ein Jobangebot kommt, ja, dann sollte man es nicht ausschlagen, aber meine Kita-Gruppe, die schule ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall noch in das neue Schuljahr ein, weil ich in der Vorschulgruppe war. Das war mein fester Plan, das war fest im Kopf, ich habe mich null um Bewerbungen gekümmert. Ja, und wie es dann so ist, wie der Zufall es so wollte, kam tatsächlich durch Zufall ein Jobangebot rein. Was ich einfach nicht ablehnen konnte. Also das wäre, glaube ich, einfach dumm gewesen. Also aus diesem Grund bin ich jetzt in meinem neuen Job quasi. Und es ist so, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, ich bin froh, dass es so durch Zufall kam, weil ich weiß nicht, ob ich den Absprung geschafft hätte. Weil auch wenn ich vielleicht dort weniger verdient hätte, weil ich dort nur als Erzieher bezahlt werde oder vielleicht, ich sage, das ist jetzt einfach nur mal so pauschal oder weil man im alten Job weniger Urlaubstage hätte oder irgendwas, also selbst wenn irgendwas negativ ist und man ist aber so happy, weil das Team so toll ist, dann denkt man sich so, ach, ist doch alles schön, sehe ich einfach mal darüber hinweg, ich wechsle nicht, weil ich bin ja happy. Und Geld, Urlaubstage und all das ist nicht alles. Ein wundervolles Team zu haben, ist einfach genauso viel wert und wenn nicht sogar noch mehr, weil die Arbeit sollte letztendlich im Vordergrund stehen, dass einem das Spaß macht. Wenn man dennoch gut verdient, viele Urlaubstage oder irgendwelche Zusätze bekommt, dann ist es halt einfach on top und richtig schön. Aber sind wir mal ehrlich, ganz unwichtig ist das natürlich auch nicht. Und ja, deswegen bin ich so ein bisschen froh, dass das jetzt mit meinem neuen Job alles sich so eingefädelt hat, so ganz versteckt und irgendwie unerwartet, weil vielleicht würde ich dann auch noch in 5 Jahren in der Kita sitzen und auch dann wäre das wahrscheinlich in dem Sinne der richtige Weg gewesen, aber so jetzt in meinem neuen Job kann ich mein Wissen aus dem Studium an endlich anfangen zu nutzen, ich kann mich weiterentwickeln, das ist eine neue Herausforderung, ich merke jeden Tag, wie ich aus mir mehr herauskommen muss und dann wieder jeden Tag neu dazu lerne. Und in der Kita wäre es jetzt halt einfach so ein bisschen, wäre es wahrscheinlich von der Entwicklung her relativ, naja, so geblieben. Und jetzt ist es wahrscheinlich so. Wisst ihr, wie ich meine? Also manchmal muss man den inneren Schweinehund, gerade wenn man jung ist, vielleicht nochmal überwinden und man noch nicht gebunden ist. Weil selbst wenn mir jetzt mein Job nicht gefallen hätte, ich habe keine Kinder zu versorgen, ich habe nur mich und meine Wohnung zu bezahlen quasi. Und ja, dann hätte man vielleicht nochmal gewechselt. Und ganz ehrlich, heutzutage ist es, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm, öfter mal einen Job zu wechseln. Manchmal auch gar nicht so schlecht, weil der Arbeitgeber dann sehen kann, okay, du hast da Erfahrung gesammelt. Natürlich sollte man nicht alle 2 Monate seinen Job wechseln. Aber wenn ich jetzt nach 3,5 Jahren, also ich war letztes Jahr im Oktober ja ausgelernt und habe bis April quasi noch in der Kita als Vollzeitkraft gearbeitet, als ausgelernte Fachkraft. Also war ich 3,5 Jahre da. Ich habe gerade den Faden verloren. Aber ja, dann kommt man jetzt ein. Ich habe wirklich gerade den Faden verloren. Ich trinke einfach kurz was und dock dann einfach wieder an. Wie auch immer, ich glaube, ich wollte halt einfach nochmal sagen, manchmal muss man aus der Komfortzone rauskommen, dass man sich weiterentwickeln kann. Und wenn es quasi nichts Negatives gibt, dann muss man sich einfach so denken, shit happens, ich habe nichts zu verlieren, außer vielleicht eine gute Arbeitsstelle. Aber irgendwann wird man sich finden. Und wenn es vielleicht nicht gleich beim nächsten Job ist, dann vielleicht beim zweiten oder beim dritten Wechsel, dann ist es so, dann hat man auch eine Erfahrung mitgenommen. Und bei einem neuen Arbeitgeber kann man auch all das begründen, warum man vielleicht nochmal schnell gewechselt hat oder so.
Aber ansonsten würde ich sagen, ja, ist das der Punkt, den man überwinden muss, wenn man eigentlich nicht gehen, also wenn man vielleicht eigentlich den Gedanken hat, ich will gehen, aber ich kann nicht gehen, weil ich meine alte Arbeit so liebe. Und ich glaube, in dem Punkt muss ich, also das habe ich vor allem auch gelernt, ich hatte ein extrem schlechtes Gewissen gegenüber meiner Chefin, gegen meiner Kollegin, mit der ich die Gruppe zusammengeschmissen habe. Aber jeder andere würde auch gehen. Und meine Chefin hat mir damals so gut zugeredet und auch meine Arbeitskollegen. Jeder würde gehen, wenn er ein besseres Angebot hat, wenn man wachsen will, wenn man neue Erfahrungen sammeln will. Und sie hat gesagt, das ist so normal, du bist so jung, dass du nicht für immer in dieser Kita sein wirst, war von vornherein klar. Also letztendlich weiß das jeder Arbeitgeber, gerade wenn man so junge Leute wahrscheinlich hat, dass die nicht bei einem bleiben werden, vor allem wenn es die erste sowieso, das war meine allererste richtige Arbeitsstelle. Natürlich werde ich nicht in der ein Leben lang arbeiten, aber das zu checken, das, glaube ich, kostet Überwindung. Und ansonsten denke ich, wenn man seinen Job wechseln sollte, wenn man, oder wann man es merkt, war die Frage, ja, wenn man unglücklich ist, wenn man weiß, dass man vielleicht mehr tut, als es irgendwie angerechnet wird, nicht nur irgendwie geltlich, sondern einfach, man freut sich über ein Kompliment, über das, also dass ein Chef die Arbeit sieht, die man macht, und wenn man nie ein Feedback bekommt oder nie, was man besser machen kann oder sich weiterbilden kann, dann, glaube ich, sollte man darüber nachdenken, an welchem Punkt stehe ich jetzt und an welchem Punkt möchte ich in 5 Jahren stehen. Möchte ich an dem gleichen Punkt stehen oder möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? Wisst ihr, wie ich meine? Stand es für dich schon lange vorher fest, dass du den Job wechseln möchtest? Und das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Für mich stand schon immer fest, dass ich nicht in einer Kita-Einrichtung bleiben will. Und selbst spätestens, wenn ich eigene Kinder habe, hätte ich mir nicht mehr vorstellen können, in einer Kita zu arbeiten. Ich bin im Nachhinein, wie gesagt, das habe ich am Anfang des Videos gesagt, extrem froh, diesen Weg gegangen zu sein, die Erfahrung in der Kita gesammelt zu haben, weil nicht nur aus dem Beruflichen, ich habe ganz, ganz viel, glaube ich, Erfahrung für mich als Mutter irgendwann mal mitgenommen oder für später irgendwie so in diesen 3,5 Jahren mitgenommen. Aber für mich war es trotzdem klar, dass ich nicht für immer da bleiben werde. Es ist für alle Leute, die es vielleicht immer noch nicht glauben, Erzieher sein ist mehr als einfach nur rumsitzen und Kaffee trinken. Viel, 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 viel mehr. Man kann sich den Job wirklich sehr, sehr leicht machen. Ich kannte auch solche Kollegen. Man kann aber auch sehr, sehr viel geben und bekommt dann auch ganz viel von den Kindern und den Eltern und den Kollegen quasi zurück. Aber teilweise war es, dass ich wirklich mit so einem Kopf nach Hause gegangen bin, es super laut war oder man sich denkt, oh Mann, ich habe schon wieder so viel vielleicht gemeckert. Ich weiß nicht, ob ich da manchmal eine richtige Wahrnehmung von mir selber hatte, weil meine Chefin manchmal gesagt hat, Chelsea, ich habe dich noch nie meckern hören. Aber ja, man ist dann halt einfach K.O. gewesen, wenn ich mir dann vorstelle, ich habe mein eigenes Kind zu Hause, ich wüsste gar nicht, ob ich noch so viel Energie hätte, genau meinem Kind das Gleiche zu geben. Deswegen war es für mich auch klar, das wird auch immer ein Grund sein, warum ich da nicht mehr arbeiten wollen würde. Aber eigentlich war mir auch vorher klar, dass ich jetzt da auch keine 5 Jahre mehr sein werde. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, immer ursprünglich war es noch irgendwie so vielleicht 2, 3 Jahre oder so danach da zu arbeiten. Dann dachte ich mir schon immer im Kopf, Hauptsache ich schule meine Vorschulkinder quasi in die Schule ein. Es war sehr viel Schule in einem Satz. Also irgendwie so. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich nach so kurzer Zeit, also ich war im Oktober ausgelernt und im Februar hatte ich die Anfrage zu diesem Job jetzt quasi bekommen. Also es waren wirklich nur wenige Monate und deswegen in dem ersten Moment war es so, oh mein Gott, ich freue mich so, und dann war es so, nee, ich kann jetzt nicht kündigen. Also weil ich wirklich ein super schlechtes Gewissen habe. Deswegen, also kurz gefasst, ja, es war klar, dass ich irgendwann wechsle, aber auf jeden Fall nicht so schnell. Vermisst du deine weltbeste Uni-Freundin jetzt, wenn ihr nicht mehr zusammenarbeiten könnt? Meine weltbeste Uni-Freundin und ich sind nach dem Studium so geworden. Wir schreiben jeden Tag, teilweise haben wir 2 Stunden jeden Abend telefoniert. Wir waren so im Urlaub, wir haben uns jetzt 2, 3 Wochen hintereinander gesehen. Wir wissen immer, was der andere macht. Also wir wissen alles übereinander, glaube ich. Und deswegen vermisse ich sie zu 0%, aber weil ich sie jetzt gefühlt mehr sehe und mehr von ihr habe und unsere Freundschaft viel inniger nach dem Studium geworden ist, richtig komisch, aber manchmal ist das so, obwohl wir uns ja, manchmal sagt man ja, nach der Schulzeit wird die Freundschaft enger, wenn man sich dann nicht mehr täglich sieht und irgendwie keine Reibereien hat, aber wir hatten eigentlich, also wir haben uns, glaube ich, nie gestritten und ich glaube, wir hatten uns noch nicht mal irgendwie angezickt oder eine Meinungsverschiedenheit gehabt, keine Ahnung. Aber wir sehen uns ja jetzt sogar mehr als im Studium, einfach weil wir uns ja nie im Studium direkt gesehen haben. Es war ja nur online und wir haben halt immer Hausarbeiten zusammen gemacht, Vorträge, pipapo und tralala. Aber deswegen, Kuss an dich.
Aber ja, jetzt die Frage kam nicht so, und das passt jetzt dazu. Ich habe im Februar dieses Jobangebot bekommen und dann war es für mich so, ich freue mich, aber ich freue mich auch nicht, weil das ist das, was ich immer machen wollte. Auf der anderen Seite habe ich immer meine Kinder, meine Truppe, meine Kollegen, meine Chefin, die ich über alles lieb gewonnen habe in den letzten 3,5 Jahren. Und ich war irgendwie noch gar nicht ready zu gehen. Und zwar, Leute, ich habe immer erzählt, dass ich nach meinem Studium gerne im Jugendamt oder in der Schulsozialarbeit arbeiten wollen würde oder in der Familienberatung, in so Familienzentren und so, bei so freien Trägern, hätte ich mir auch vorstellen können. Und bin jetzt tatsächlich im Jugendamt gelandet. Ich weiß, dass man sich damit sehr angreifbar machen kann. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, dass ich es jetzt hier gesagt habe, aber man weiß ja auch nicht jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, natürlich nicht in welchem Jugendamt. Und es gibt im Jugendamt, man denkt immer an eine Stelle, aber erstmal jetzt habe ich den Aufbau eines Jugendamtes verstanden. Es gibt ja so viele Teilbereiche im Jugendamt. Es gibt diesen typischen Bereich, woran man denkt, wenn man an Jugendamt denkt. Es gibt noch ganz viel weitere Bereiche in Richtung Erziehungsberatung, Familienberatung, ganz viel Verwaltungskram. Also da gibt es ja so viele Stellen. Deswegen denke ich, dass ich mit Jugendamt eigentlich nichts falsch machen kann, weil niemand mir hier irgendwie ankreiden kann, in welchem Bereich ich arbeite. Ja, und diese Anfrage kam dann durch Zufall und dass ich da so ein bisschen so reingleiten kann für eine befristete Stelle. Und dann war es so krass, ich habe von meinem Praxisträger eine unbefristete Stelle bekommen. Liebe diese Arbeit, bekomme jetzt eine Anfrage ich hatte meine alten Arbeit eine unbefristete Stelle, bekomme jetzt ein befristetes Angebot für eine Stelle. Ja, die ich aber eigentlich immer haben wollte. Aber das ist so, ich gebe was Festes für was Lockerem auf, wo ich nicht mal weiß, ob es mir gefällt. Ich habe mich so unvorbereitet gefühlt, weil ich dieses Wissen, was ich da brauche, gefühlt irgendwie gar nicht hatte. Und habe ganz, ganz viel überlegt und ganz, ganz viel geweint und ganz viel mit meiner Familie gesprochen. Und was soll ich sagen? Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, zu wechseln und kann diesen Werdegang bis jetzt nicht bereuen. Die Kündigung, das war eine Frage, wie war es für mich zu kündigen? Und ja, Leute, es war wirklich sehr dramatisch. Ich wusste nicht, wie ich meiner Chefin das sagen sollte. Ich bin einen Nachmittag zu ihr und habe gesagt, wir müssen reden. Da meinte sie so, nee, wir müssen jetzt reden. Ich so, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss nach Hause. Und dann haben wir uns nächsten Tag im Büro getroffen, haben uns die Hände gehalten. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und sie so, Chelsea, du hast einen neuen Job. Ich so, ja. Also das war so emotional. Ich glaube, ich werde niemals mehr so eine emotionale Kündigung hoffentlich haben. Aber und meine Chefin kam in die Tränen, aber meine Kollegin dazu geholt, mit der ich die Gruppe geschmissen habe, dann kam ihr die Tränen und das war alles ganz doll dramatisch. Und im nächsten Gang haben sie mir aber ganz, ganz viel Glück und Erfolg gewünscht und dass das richtig ist und dass ich diese Chance und Möglichkeit nutzen soll für mich, für meine berufliche Zukunft, um mich weiterzuentwickeln. Und weil sie wussten, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Ich will diese neue Erfahrung sammeln. Und ja, Leute, nach 2 Monaten kann ich sagen, dass ich sehr, sehr happy bin in diesem Job und dass ich jetzt auch die unbefristete Stelle bekommen habe und dass letztendlich alles so gut war, wie es letztendlich gekommen ist. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, warum sagt sie jetzt, dass es so emotional war, dass es so schlimm für sie war, bla bla bla, und warum geht sie dann überhaupt den Schritt? Aber eigentlich habe ich das nur gesagt, weil das ein Teil der Erfahrung aus den letzten Monaten war, dass es halt auch einfach mit dazugehört, dass so eine Kündigung, egal ob man aus einem guten oder aus einem negativen Grund geht, ich gehe ja mit einem vielleicht mit einem schlechten Gewissen, aber mit einer positiven Erfahrung. Also ich gehe ja nicht, weil es mir doch nicht gefallen hat oder so. Und auch wenn es mir nicht gefallen hätte, eine Kündigung ist wahrscheinlich niemals leicht. Aber auch das war jetzt ein neuer Teil meines Lebens, sowas zu erlernen. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwann kommt jeder mal an den Punkt zu kündigen und einen neuen Job anzutreten. Und egal aus welchen Gründen. Ich glaube, so eine Erfahrung stärkt einen ja. So eine Erfahrung macht einen erwachsen. Und gerade so wir in unserem Alter, also alle, die so in dem Alter vielleicht von mir sind oder auch irgendwann später oder früher anfangen zu arbeiten, einige machen diese Erfahrung ja schon viel früher, wenn sie nach der 10. Klasse eine Ausbildung machen, dann kündigen und so, dann sind die vielleicht sogar erst 18, wo sie dem Chef sagen müssen, ich kündige jetzt, weil ich ein neues und ein besseres Jobangebot habe. Und damit meine ich nicht irgendwie immer auf das Geldliche gesehen, sondern halt auch einfach so, weil man vielleicht mehr die Leidenschaft in den nächsten Job stecken will, weil man sich dort mehr verbunden zu fühlt, weil es vielleicht mit seinem Hobby zusammenpasst,
trotzdem einen Cut zu machen, egal ob es in der Freundschaft, im Job, in der Beziehung oder zu irgendeinem Lebensabschnitt ist, ist ja nie wahrscheinlich leicht. Und das wollte ich dir eigentlich damit sagen, dass es, obwohl ich mich zu 100% freiwillig dafür entschieden habe, mir das einfach total schwer fiel, dieses Gespräch zu suchen, wie man einer Chefin sagt, dass ich jetzt kündigen werde, obwohl sie gar nicht damit gerechnet hat. Und weil man weiß, dass dann einfach auf der alten Stelle, auf der alten Arbeitsstelle eine Stelle quasi frei oder leer steht, und man weiß, dass egal in welchem Beruf, ob es jetzt im sozialen Beruf ist, also Kita, Schule, bei der Polizei oder auch im Krankenhaus, die sind alle unterbesetzt, aber man muss, glaube ich, lernen, dass das total doof ist, dass man seine Kollegen im Stich lässt, aber das ist halt einfach, es gehört halt einfach dazu und jeder andere würde es auch machen. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, jeder Chef kennt es ja. Und deswegen, manchmal muss man einfach was wagen oder was riskieren, um daraus zu lernen. Und selbst wenn es jetzt eine schlechte Erfahrung gewesen wäre, hoffe ich, dass ich hier trotzdem sitzen würde oder denke ich, dass ich hier trotzdem sitzen würde und dieses Video und die Erfahrungen jetzt mit euch teilen werde. Vielleicht sitze ich auch irgendwann hier und denke mir so, ich muss so ein Video nochmal drehen, weil ich jetzt nochmal ganz andere Erfahrungen gesammelt habe und vielleicht nochmal wechseln muss oder keine Ahnung was, oder einen Fachbereich wechseln oder irgendwas, ne? Also auch diesen Job werde ich ja wahrscheinlich, also jetzt klopf, ich habe hier Holz, klopf, klopf, klopf und toi, 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 kann ich es mir nicht vorstellen mehr zu, also jetzt, ich bin ja jetzt seit 2 Monaten, ne? Aber irgendwann wird bestimmt der Moment kommen, wo eine neue Veränderung auf mich zukommt. Muss ja auch nicht nur im Jobtechnischen sein, sondern in irgendeinem anderen krassen Bereich. Wenn man mal eine neue Wohnung haben will und eine Wohnung kündigen wird, dann ist es ja auch eine Erfahrung, die man machen muss. Und erst im Nachhinein erfährt man, ob es positiv oder negativ ausgeht. Und auch wenn es negativ ausgeht, hat man ja dadurch Erfahrung gesammelt und weiß, wie man beim nächsten Mal besser vielleicht vorgehen kann. Und deswegen teile ich auch diese emotionale Erfahrung bei der Kündigung und hoffe, dass es jedem anderen da draußen vielleicht leichter fällt, aus welchem Grund auch immer, dass man einfach da seine persönlichen Gedanken so ein bisschen in den Hintergrund bringen kann und einfach in dem Moment das nur aus dem arbeitsmäßigen Bereich sehen kann und einfach so professionell sein kann, dass man sagen kann, okay, es war eine schöne Zeit, aber ich gehe jetzt ohne schlechtes Gewissen und ich glaube, das gehört halt einfach dazu, das wird man lernen und beim nächsten Prozess besser können. Und das dockt so ein bisschen natürlich an, jetzt habe ich über meine Kündigung gesprochen, aber wie war denn mein Bewerbungsverfahren, wie war mein Bewerbungsprozess und so. Dazu kam auch eigentlich eine ganz coole Frage und zwar, mit was hast du denn Bewerbung geschrieben? Ja, ich musste natürlich auch eine Bewerbung schreiben, Lebenslauf, also es war ein richtig fetter Ordner quasi, den ich da erstellt habe. Und ich habe das mit Canva gemacht. Mit Canva erstelle ich auch hier zum Beispiel immer diese Bilder, die ich hier teilweise einblende, so für meine Rezepte oder meine Thumbnails. Aber mit Canva könnt ihr so coole individuelle Bewerbungen erstellen, Lebensläufe erstellen und Motivationsschreiben anschreiben. Also super viele Möglichkeiten bekommt ihr durch Canva, diese App auch kostenlos zu nutzen. Also man kann auch dafür zahlen, aber sie haben auch super viele Vorlagen eben für die, also zur kostenlosen Verfügung quasi. Und es war, glaube ich, gerade ein bisschen komisches Deutsch, ist egal, es ist schon ein bisschen spät. Und ja, damit habe ich quasi meine Bewerbung fertig gemacht und habe die natürlich abgeschickt und hatte jetzt auch halt diese Aufnahmegespräche für nochmal für die unbefristete Stelle nochmal. Und Leute, ich war jedes Mal so aufgeregt, schon beim Vertrag unterschreiben, dann nochmal beim Aufnahmegespräch. Also es waren so mehrere Etappen, die man halt einfach durchlaufen musste. Und ich war super, super, super aufgeregt und frag mich daran, welche Tipps man geben kann, um nicht aufgeregt zu sein. Dass man selbstbewusst bleibt, man sich selber treu bleibt, sich nicht verstellt, trotzdem professionell ist. Und ich würde einfach sagen, so ein bisschen vorbereiten. Also ich meine, man muss sich 10.000 Bücher durchlesen. Ich habe mich jetzt auch für meinen neuen Job, wo ich im Urlaub war, deswegen habe ich übrigens die letzten 2 Monate im Februar und im März, beziehungsweise März, April auch so viel Urlaub, weil ich 4 restliche Urlaubstage aus dem Vorjahr noch hatte und die eben genommen habe und habe mir super viele Bücher bestellt und von 4 Büchern habe ich so richtig in 1 reingeschaut und habe mir auch im Buch so ganz viel markiert und ich muss jetzt sagen, dass ich nach den 2 Monaten, jetzt macht es gerade langsam erst Sinn, dass ich wirklich diese Bücher auch verstehe und weiß, was ist wirklich wichtig, was muss ich wirklich markieren. Also natürlich, Bücher bereiten einen so ein bisschen vor oder wenn man jetzt so ein bisschen wenn ich jetzt diesen rechtlichen Teil so ein bisschen anschaue, ich habe ja 1 Jahr komplett rechtliche Grundlagen in meinem Studium, die ich nie anwenden musste auf meiner alten Arbeit. Jetzt muss ich sehr viel davon anwenden und habe halt dazu mich belesen.
Das ist natürlich eine gute Grundlage, aber jetzt durch die Arbeit weiß ich erst, welche rechtlichen Sachen wirklich wichtig sind und kann die nochmal viel, viel besser verknüpfen, weil ich damit jeden Tag konfrontiert werde. So, wisst ihr, wie ich meine? Also klar kann man sich in gewissermaßen gut vorbereiten, gerade wenn man zum Bewerbungsverfahren geht, welche Fragen könnten auf einen zukommen, da kann man ja auch meistens googeln. Ja, und dass man halt nicht so typische Antworten gibt, warum bist du jetzt hier? Ja, weil ich, keine Ahnung, gut Geld verdienen will oder so. Ich meine, das ist ja so eine dumme Aussage letztendlich. Egal, wenn man diesen Gedanken im Kopf hat, sollte man so eine Frage nicht so beantworten. Aber ich glaube, das ist einem ja jedem bewusst. Also ja, ich bin da dann relativ selbstbewusst in dieses Bewerbungsverfahren gegangen und war super, super aufgeregt. Aber ja, letztendlich hat es alles gut geklappt. Und ja, bin jetzt einfach gespannt, was die nächste Zeit so bringt, welche Erfahrungen ich sammeln werde. Und es war halt auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Bei der Kita damals hatte ich natürlich auch ein Bewerbungsverfahren, aber da hatte ich nur mit einer Leitung gesprochen. Jetzt saß man dann so vor 6 erwachsenen Leuten und so, und das ist schon echt eine andere Situation. Und ja, ich kann natürlich frei sprechen, ich spreche hier ständig in so eine Kamera rein, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn es wirklich um was geht. So, das ist jetzt hier so mein Hobby, und wenn man in ein Bewerbungsverfahren geht und man weiß, da hängt ein bisschen was dran, du brauchst einen Job, du willst diesen Job haben, dann ist das ja was ganz, ganz anderes, und auch da bin ich mega, mega schüchtern. Und ich merke auch jetzt noch teilweise auf Arbeit, das ist halt, sind andere Gespräche, die ich führen muss, und ich bin jetzt ganz viel erstmal mitgelaufen, und jetzt nach und nach bekomme ich eigene Aufgaben. Ich habe eine ganz, ganz tolle Einarbeitungszeit, also man hört es ja aus allen Ämtern oftmals vielleicht ein bisschen negativ. Ich kann das tatsächlich gerade noch gar nicht so negativ wiedergeben. Ich kann es gar nicht wiedergeben, dass es negativ ist, weil bei uns läuft die Einarbeitungszeit wirklich richtig, richtig toll. Wir haben immer wieder Reflexionsgespräche, wie es uns geht, was wir uns zutrauen und. Weil mehrere Leute neu angefangen haben. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wenn man neu in einem Job anfängt, dass man sich selber sieht, man weiß, man bringt Wissen mit, man ist ausgelernt, auch wenn man noch jung ist. Ich bin natürlich die Jüngste, also wir haben auch noch duale Studenten und so bei uns und auch Azubis, aber so von den ausgelernten Fachkräften bin ich mal wieder die Jüngste, wie auch in meinem alten Job schon, ich kenne es schon. Aber ja, und das manchmal lässt es einen vielleicht einschüchtern, und ich habe jetzt schon öfter gehört, na, sind Sie nach einer Ausbildung? Oder, ah, oh, sind Sie die neue Praktikantin? Und dann denkst du so, nein, ich bin gerade in der Einarbeitungszeit. Aber ja, wenn es manchmal nicht so schön ist, probiere ich das mit Humor zu nehmen, und in solchen Momenten wächst man auch wieder dran, und zu sagen so, nein, auch wenn ich 22 bin, ich bin frisch ausgelernt, ja, trotzdem habe ich schon 3,5 Jahre Berufserfahrung gesammelt, ich bringe Erfahrung mit. Und letztendlich ergänzen sich ältere und jüngere Leute so, dass man von Erfahrung lernen kann, und die lernen von dem neu erlernten Wissen von dem jungen Menschen, sage ich mal. Also ja, das ist tatsächlich eine neue Erfahrung, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe oder in diesen 2 Monaten, dass man halt so ein bisschen, ja, man muss sich so zeigen, nein, ich bin ausgelernt, und dass man halt als vollwertig angesehen wird. Und das meine ich nicht von Kollegen, also ne, da, die haben solche Aussagen nicht getroffen. Aber wenn man halt mit super vielen Leuten in Kontakt tritt, und ja, aber ich glaube, auch das ist nicht nur in meinem Beruf so. Ich kann mir vorstellen, jetzt junge Lehrer, da wird man wahrscheinlich genauso angeguckt, oder junge Polizisten. Ich habe sowieso das Gefühl, dass voll so ein Wandel ist. Also vielleicht nimmt man das jetzt nur so wahr, weil man selber in diese Berufswelt einsteigt. Aber egal in welchen Bereichen, egal ob im Krankenhaus oder im Büro, man sieht immer überall mehr neue junge Leute. Und ich glaube, jetzt wird es auch immer wieder normaler. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Austausch ist, dass viele Ältere gehen und viele junge Leute kommen, oder man das halt nur so wahrnimmt, weil man jetzt selber mal in dieser Rolle ist. Aber ja, ich glaube, damit hat man immer zu tun. Und am liebsten würde ich gerade meine jungsche Uni-Freundin hier neben mir haben, dann könnte man darüber zusammenquatschen, weil sie tatsächlich so eine Erfahrung machen musste im Bewerbungsverfahren, dass sie erst nicht angenommen wurde aufgrund ihres Alters. Letztendlich hat sie doch eine Chance bekommen, und jetzt ist alles zum Guten quasi, oder hat sich zum Guten verwandelt. Aber sie hat tatsächlich wirklich diese Erfahrung machen müssen, oh, du bist ja zu jung für uns, so, wisst ihr? Und ja, sie ist aber auch da knallhart dran geblieben, sie ging ins Gespräch und wurde dann doch zum Bewerbungsverfahren eingeladen. Und ja, diesen Mut, glaube ich, muss man gerade so als, so wir als junge Leute einfach nehmen, und zu sagen, so, nur weil ich jung bin, heißt das nicht, dass ich nichts kann.
Aber ja, das ist sowas, da muss wahrscheinlich jeder immer mal durch. Sowas muss man sich in jeder Berufsklasse quasi immer mal wieder geben. Aber ja, Leute, das macht uns jungen Menschen auch nur selbstbewusster und erwachsen. Und wenn ich auf die Zeit gucke, muss ich echt endlich mal zum Ende kommen und gucke einfach mal kurz, ob ich alle Fragen mit reingenommen habe. Ja, zwei Fragen sind jetzt hier noch so. War es leicht, einen neuen Job zu finden? Ich glaube, also wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht gesucht, sondern das kam dann so durch Zufall. Aber ich glaube, egal in welchem sozialen Bereich oder ich weiß nicht, das ist ja nicht mal nur auf den sozialen Bereich bezogen. Ich beziehe das immer alles so auf mich und auf meine Joberfahrungen, weil ich kenne mich mit anderen Berufsrichtungen nicht aus. Deswegen kann ich immer nur für mich und für die soziale Arbeit letztendlich reden. Aber der Arbeitsmarkt der sozialen Arbeit ist so groß und so viele Stellen sind offen und nicht besetzt in wie so vielen anderen Berufsrichtungen. Und ich glaube, selbst wenn ich in die aktive Suche reingegangen wäre, auch wenn es vielleicht nicht beim ersten Mal bei irgendeiner Jobstelle geklappt hätte, weil man vielleicht zu jung ist oder nicht ins Team passt oder ich mich dort nicht wohlgefühlt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass man da schnell einen Job findet. Und ich kann mir vorstellen, man kann da, das wird in so vielen Bereichen so sein. Und um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, obwohl ich das natürlich schon erwähnt habe, wie der Abschied im alten Job war, auch wenn die Kündigung, sag ich mal, so ein bisschen, jetzt springe ich wieder so ein bisschen zurück, aber ist egal, natürlich sehr emotional war, haben jeder Einzelne, ob es die Eltern waren, ob es die Kinder, gut, die Kinder können jetzt mir nicht so viel Erfolg und Glück wünschen, ne? Aber auch meine Kollegen, natürlich waren die alle so, oh krass, so, ne? Aber letztendlich habe ich trotzdem ein gutes Feedback bekommen und dann waren es ja die Worte, ja, wir können es verstehen, du bist jung, du willst die Erfahrung sammeln, nimm sie mit. Und es spricht ja nur für einen, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt und ich habe keine schlechten Erfahrungen machen müssen. Ich wurde nicht blöd auf Arbeit behandelt, weil ich jetzt gehe. Es gibt ja auch die Leute, die sich dann krank schreiben, weil man dann von den Kollegen oder von der Chefin blöd behandelt werden oder so, weil man sie verlässt. Das war überhaupt gar nicht so bei mir der Fall, weder vom Träger noch von der Chefin, von den Kollegen, von den Eltern. Es war alles normal. Es war super, super emotional, aber ich bin jetzt schon ein, zwei Mal wieder da gewesen, habe meine Kinder, meine Kollegen besucht und man geht gerne zurück. Ich schaue gerne auf die Zeit zurück und bin trotz alledem, um jetzt zum Ende zu kommen, sehr, sehr froh, dass ich aus meiner Komfortzone es geschafft habe, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin, in einen komplett anderen Bereich gegangen bin, wo ich komplett andere Menschen um mich habe, es eine ganz andere Arbeit ist und ich endlich mein Wissen anwenden kann und wirklich jeden Tag, ich bin manchmal sehr, sehr lange auf Arbeit, aber ich gehe mit so viel mehr Energie nach Hause. Ich habe so viel mehr Energie am Abend auch zum Sport zu gehen. Ich treffe mich gerne mit Freundinnen. Ich meine, es ist jetzt auch Sommer, aber jetzt merke ich nochmal, mein alter Job, den habe ich so geliebt. Ich fand das so toll, aber ich war trotzdem so K.O., aber habe drüber weggesehen. Und jetzt ist so, ich habe wieder so tolle neue Kollegen kennengelernt. Die sind wirklich alle mega lieb. Wir haben uns jetzt sogar, ich gehe ja zum Sport und drei weitere haben sich jetzt auch angemeldet. Wir waren zusammen beim Sport und das schon nach so kurzer Zeit, wisst ihr, wie ich meine? Obwohl ich dachte, das geht nicht besser, es geht doch irgendwie immer besser. Die nehmen alle super viel Rücksicht auf uns. Ich lerne jeden Tag dazu. Also habe dann noch sogar bessere Arbeitsumstände letztendlich. Also es hätte einfach in dem Falle mal wieder irgendwie nicht besser laufen können, obwohl es alles unerwartet kam, so wie in den letzten Jahren bei mir irgendwie gefühlt. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr happy und kann jedem auf dem Weg einfach nur mitgeben, zieht euer Ding durch, wechselt, wenn ihr wechseln wollt, achtet auf euch. Auch wenn es erst schwierig ist und wenn neue Aufgaben auf einen zukommen, jeder, egal in welcher Altersklasse, wenn ich an meine Mutter denke, sie hat auch ab und zu mal die Station gewechselt, von der Station im Krankenhaus in die Station. Eigentlich könnte ich auch mit meiner Mutter mal über sowas reden, weil vielleicht ist es ja ganz cool, wenn so zwei verschiedene Generationen darüber sprechen. Und meine Mutter musste sich auch mit ihrem Alter nochmal hinsetzen und sich einarbeiten, einlesen, lernen, ohne jetzt irgendwelche Tests machen zu müssen oder so, aber halt um die neue Station quasi zu verstehen und das Wissen wieder aufzunehmen, neue Kollegen kennenlernen. Also das bleibt ja nicht aus. Es ist ja in jeder Berufsklasse, in jedem Arbeitsfeld so, dass man vielleicht in seinem Bereich gut ist, aber sobald man wechselt, muss man sich genauso neu einlernen. Also Leute, macht das, worauf ihr Bock habt, sammelt eure Erfahrungen. Es wäre richtig cool, wenn wir in den Kommentaren irgendwie in den Austausch kommen würden. Jeder kann gerne in den Kommentaren oder auch mir auf Instagram irgendwelche Fragen stellen, die ich vielleicht nicht ganz beantwortet habe zu dem Thema. Und ich hoffe, auch wenn ich von einer Frage manchmal zur anderen gesprungen bin, dass ich so ein bisschen den Leitfaden noch behalten habe und das Ganze so ein bisschen rund wird.
Auch wenn es nicht ganz so strukturiert war wie vielleicht andere Talk-Videos von mir. Ja, aber das ist jetzt einfach so sehr, sehr viele Monate, die ich zusammengefasst habe, in denen einfach super viel passiert ist. An dieser Stelle, Leute, machen wir einen Cut. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hoffe, ich kann euch irgendwie irgendeine Message damit weitergeben. Es dreht sich natürlich sehr viel um mein Denken, um meine Erfahrungen in solchen Videos, wenn ich sowas alleine drehe. Ich habe sowas noch nicht zu zweit gedreht. Aber ja, vielleicht ist es ja einfach mal schön, irgendwie sowas zu hören. Vor allem, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dann glaube ich, kann sowas manchmal aufmunternd sein oder einen auch motivieren oder was auch immer. Leute, macht was draus aus dem Video. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, Kommentar in der Kommentarfunktion und über jedes neue Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder hier auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!